de Bleu? Ah, hallo, Magali, ja. Schön, dass du anrufst. Was? Ja, ja, klar. Mach ich dort fertig, ja. Mhm. Aber du sag mal wegen dem Dreh. Du hast doch gesagt, ich hätte da irgendwie ein Angebot. Die wollen was. Du, einen Moment, da kommt gerade ein anderer Anruf rein. De Bleu? Ja, Giovanna? Nee, alles Paletti, ja, ja. Aber du rufst gerade zum sehr schlechten Zeitpunkt an. Ich mache gerade Sport und meine Agentin ist gerade auf der anderen Leitung. Ja, hi, Magali. Jetzt bin ich wieder ganz für dich da. Du, was wollen die denn haben? Hast du denen das mit Kriegenburg gesagt? Ja. Mhm. Nee, mache ich dir dann heute fertig. Bist du so lieb und schickst den Text dann einfach an meine Büroadresse? Alles klar, danke schön. San Francisco. Bitch. Léa de Bleu ist mein Name. Eigentlich Mia Fischer. Ich bin 25 Jahre. Ich finde sie total... Aus Spandau, Berlin? Spandau? Sie hat eine Aura, die den ganzen Raum erfüllt. Also der Jochen, das Opfer und ich, wir kennen uns eigentlich schon von früher, aus München. Wir haben da am Residenztheater schon zusammengespielt. Lesung im Marstall. Zum Volkstrauertag. Das war so intensiv. Mit Cello. Am Morgen der Tat hatte ich eine Anprobe. Doris, hast du den Mantel schon fertig? Ja, ich komme. Oh. Ich hänge ihn wieder hin. Danke dir. Viel Spaß damit. Danke. Wow, der sieht ja schon richtig toll aus. Also, für den werfe ich dir echt nochmal 10 Euro in die Kaffeekasse. Wow. Bis bald, Rian. Entschuldigung. Könntest du das später machen? Das, weil wir gleich Probe haben. Sag mal, hast du nachher noch mal Zeit für die Sache mit dem Dreh? Klar. Warum erzählen wir das Stück? Ne? Warum heißt es überhaupt Hamlet? Keine Ahnung, warum heißt es nicht Ophelia? Und ich habe keinen Bock, jetzt das 10.000. Stück zu machen, wo es wieder nur um die Männer geht und die Leiden der Männer und so weiter und so fort. Ja, und es ist halt auch... Ja, wir haben ja einfach die Schauspielerin, die das... mit Leben füllen kann, die diese Ophelia eben noch auf ein anderes Level heben kann. Ich kenne Blair ja schon aus vom Resi. Ein paar Produktionen haben wir gemacht. Und ich muss es einfach nochmal sagen, ich find's Hammer, wie du einfach rangehst an die Figuren, wie du dich selber da reingibst, mit was für einer Porosität du deinen Figuren zur Verfügung stehst. Das ist ein Pfund. Und klar, da wollen wir nicht drauf verzichten. Hier, schauen Sie mal. Weihnachten. Mehr mit beiden. Ja, geht auch ohne Mutti. Oh, Rose des Maien. Holdes Mädchen. Liebe Schwester. Angenehmste Ophelia. Turn around. Every now and then I get up.
Ja, de Bleu? Ja. Ja, ja, natürlich. Mhm. Nee, nee, hab ich abgesagt. Mhm. Nee, nee, klar, komm, komm. Bin nicht da. Ja, ja, klar, hab ich abgesagt. Mhm. 40 Drehtage? Oh mein Gott, na klar. Ja. Das war wirklich, wirklich berührend. Also für alle. Grauenvoll. Gruselig. Mia, ganz kurz eine Sekunde. Ja? Also, wie war ich? Ja, wird besser. Du, aber der Aaron, ich glaube, der braucht noch ein bisschen mehr Ansprache. Okay. Ah, okay. Ansprache? Ja, ja, so ein strengerer Ton halt irgendwie, ne? So, nimm den mal strengerer mit. Mhm, ja. Mhm. Du, bei der Szene gleich, da brauchst du mich doch eigentlich gar nicht, oder? Also, ich würde jetzt mal ganz schnell ein E-Casting für Berlin aufnehmen, wenn das okay wäre. Aber... Ja, klar, verstehe. Okay. Ja. Das ist die Zeit. Soll ja gut werden. Super, danke. Die da würde ich mitnehmen? Ja, ja. Dankeschön. Du bist ein Schatz. Tschüss. Ciao. Sorry. Da bist du ja endlich. Was gibt's zu tun? Leg dich mal bitte dahin und Oberkörper frei. Also alles ausziehen bitte. Die Kette da kannst du zum Beispiel irgendwie so ranlassen, ja? Genau. Hinlegen, genau. Ist das nicht awkward? Ach komm, jetzt zieh dich nicht so. Ja, Dalli, Dalli. So, jetzt bitte alle für die 6-7, dann lässt der Einruf. Wer und Jochen hier auch, bitte. Ja, ja, 2 Minuten bitte noch. Scheiß auf die. Sehr gut, genau. Einmal so da richtig hin, genau. Mach mal deine Brust so ein bisschen frei. Genau, und die Kette. Perfekt. Okay, bist du ready, Steady? Ja. Okay, sehr gut. Oh, kann ich mir. Okay. 3, 2, 1. So peinlich. Im Flieger nach Paris, auf der Bühne in Toronto und beim Date in New York und immer, immer diese Blähungen und Durchfall. Puh! Da traut man sich ja überhaupt nicht mehr, irgendjemanden abzuschleppen. Aber dann hat mir meine Apothekerin Calimera empfohlen und seitdem sind meine Darmbeschwerden wie weg. Super Sache, dieses Calimera-Reizdarm. Dann klappt's auch endlich wieder mit dem Date. Okay, jetzt mal nicht 3 Musketiere, sondern, weiß ich nicht, Vader gegen Skywalker. Wisst ihr? Okay? Gut, und bitte! Also der Jochen, der... Oh Gott, meine Augen. Das war echt heftig. Einfach schrecklich. Da hätte niemand. Keiner hätte da... Knickknack. Der Lars. Schon so ein Konflikt? Kommt in den dritten Gang, Lars. Also es ging woher? Ich bitte euch, gebraucht doch eure äußersten Kräfte. Das soll
sagt ihr? Wo lang? Könntest du bitte runterkommen? Zeig doch mal eine Reaktion! Thank you.